Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Gilde Gaukler, Gruften und ein Wirt. Wir haben noch den Frühling 1412. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was ich noch alles auf dem Plan habe. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann habe ich auf jeden Fall noch Schulden. Genau, aber das hält sich in Grenzen. Und wir müssen mal schauen, was wir im Lager haben. Das ist auch sehr überschaubar. Drei Weingeister, okay. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt endlich mal von den Schulden runterkommen. Ich habe mir sogar zwischenzeitlich überlegt, man könnte ja theoretisch auch das Haus verkaufen. Ich kann jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sowieso nicht mehr viel machen. Ja, die Weiterbildung sowieso. Aber, genau, da fehlen mir die Aktionspunkte für. Ja gut, hier geht's noch. Ist natürlich so eine Frage. Was wir da jetzt machen. Und jetzt sind gerade meine Kopfhörer abgeschmiert. So, jetzt höre ich wieder was. So. Das kann ich auch weiter erzählen. Also, ich denke mal, die Fortbildung haben wir nächstes Jahr. Genau. Dann kann ich jetzt erstmal die vier Aktionspunkte... Achso, habe ich schon. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ja, also Haus verkaufen... Kann man machen, aber das Problem ist auch gerade hier in Augsburg, ist doch Augsburg, ne? Ja, Augsburg, ist es leider auch so, es gibt ja nur sehr wenige Bauplätze. Deswegen könnte das dann zu Schwierigkeiten führen, wenn ich dann kein Haus mehr habe. Das lassen wir lieber mal. Im Inventar habe ich auch nichts mehr. Nee, leider nicht. Ja, die Gildenmeister tauschen hier die Plätze. Die kriegen immer schöne Kohle, die hätte ich auch gerne. Aber ich werde wohl kaum Gildenmeister der Wirte werden, weil es ja noch einen Computergegner gibt, der Wirt spielt. Euch übel mit. Und ich bekomme noch einen Blag. Ja, supi. Was würdet denn? Ich tipp mal auf ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Wie möchte ich denn meine Tochter nennen? Mein Sohn heißt Tinnef und wie nenne ich denn meine Tochter? Carola. So. Carola. So, man kann jetzt den Steinbruch mieten, beziehungsweise pachten, aber da habe ich weder das Geld noch Ambitionen für mich daran zu beteiligen. So, jetzt müssen Beatrice und Silvia hier erstmal weiter produzieren. Ne? Damit ihr Meister nicht unglücklich wird. 7 Dünnbiere. Wäre natürlich jetzt schön, wenn die einen vernünftigen Preis kriegen würden. Aber danach sieht es im Moment eher nicht aus. Ja, verhandeln. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt eure Begabungen im Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Steuern zahlen ohne mich deutlich erhöht. Eure Fähigkeit ist okay. In einem eurer Schankbetriebe... Ja, habe ich ja schon mitbekommen. Ist ja gut. Die einzige Frage, die ich mir im Moment stelle, soll ich jetzt mit beiden Körnermahlzeiten machen oder soll ich nochmal Weingeist machen? Obwohl im Moment sind wir ein bisschen knapp mit Geld. Nicht, dass uns die Rohstoffe nachher noch ausgehen. Ich könnte zwar theoretisch einen neuen Kredit aufnehmen, aber eigentlich möchte ich ja von den Schulden runterkommen. Deswegen wäre das jetzt nicht so günstig. Wir schauen einfach mal, was uns dieser Tag alles bringt. Und gucken dann weiter. So, 12 Körnermahlzeiten. Dünnbiere werden langsam auch wieder teurer, das sehe ich sehr gerne. Aber die Körnermahlzeiten nicht. Dann, wir fahren auf jeden Fall mal mit beiden zum Marktplatz. Ja. Ihr seid der Meister. Oh, ist aber eine teure Eskorte. Einmal den Wagen zum Marktplatz geschickt, schon steht Peter Zwegert in der Tür. So, Preis 483 auf 520 habe ich schon gesehen. Jetzt ist die Frage, spekuliere ich ein bisschen? Ich glaube, ja, das mache ich.
Im Moment habe ich ja eh keine Ausgaben. Außer meinen Personalkosten und ein bisschen Zinsen. Aber das müsste sich eigentlich ausgehen. Vor allem, ich habe ja das Lager noch voll mit Körnermahlzeiten. 499, warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann können wir die jetzt verkloppen. Und direkt mal neue Rohstoffe mitnehmen. Dass uns die hier auch nicht ausgehen. So, auf halber Strecke. Das wäre nicht so praktisch. So, der erstmal zurück. Und ja, den Kredit kann ich immer noch nicht zurückzahlen. Okay. Dafür habe ich jetzt das Lager voll mit Rohstoffen. Und irgendjemand hat uns gedroht. Wir können jetzt gegen irgendjemand im Hinterzimmer nichts unternehmen. Obwohl ich ja noch gar kein Hinterzimmer habe, aber hey. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ein Bürgerhaus wurde in Brand gesetzt. Ja, das wollen wir uns mal ansehen. Komm, mach Puff. Ach, es hat schon Puff gemacht. Aber es regnet, dann brennt es nicht so lange. So, da sind auch meine Karren. Und dann haben wir das Lager fast wieder voll. Mehr Rohstoffe. Oh, ich muss ja auch dann noch... Ja, ich bin mal gespannt. Also ich lasse mich mal überraschen, wie wir jetzt Ende des Jahres dastehen. Viel mehr können wir ja gerade sowieso nicht machen. Ich kann eigentlich nochmal schauen, wie geht's eigentlich der Astrid? Ja, die ist 29, hat gut Geld, aber die lebt noch eine ganze Weile. Das erkennt man an der Kerze rechts unten in ihrem Bild. Die lebt noch sehr lange. Etwa so lange wie ich, das macht mich unglücklich. Aber mein Vater müsste bald sterben, der Ludwig. Und Tinef, der ist jetzt 6. Dann kann ich den, glaube ich, nächstes Jahr... Nächstes oder übernächstes Jahr kann ich den dann in Ausbildung schicken. Ja, hätte jetzt schlimmer kommen können. Minus 28, da kann man mit leben. Da würde ich jetzt nicht von Überschuldung sprechen. Und wir hatten 11 Gäste, das waren aber auch schon mal mehr. Ja, wahrscheinlich, weil wir kein Bier haben, ne? Die kommen nach Hause, beziehungsweise kommen bei uns in die Kneipe und kriegen kein Bier, ja, dann gehen die wieder. So, dann lassen wir Silvia mal wieder Weingeist produzieren. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelfrau. Und eine Prämie... Achso, ja, ich bin ja arm. Ich vergesse das gerne schon mal, dass ich ein armer Schlucker bin. Ich überlege jetzt... Ich glaube, wir lassen beide einfach mal Weingeist produzieren. Ich will endlich Pause machen. Ja, geh sterben. Wir lassen jetzt beide Weingeist produzieren und dann können wir wieder gut Dünnbiere produzieren. Mal gucken. Das Kellerstubenbier. Dafür brauchen wir Weingeist. Und der Stadtdiener predigt mal wieder über den Bürgermeister. Und ein weiteres Haus, das in Brand gesetzt wird. Zum Glück nicht unseres. Alles nichts Wichtiges. 10 Weingeist haben wir, dann können wir schon mal die Beatrice zum Dünnbier produzieren abstellen. Ich glaube, ich lasse jetzt noch einen Weingeist produzieren, dass wir 11 haben. Und dann schicken wir die Silvia auch direkt zu den Dünnbieren. Nur bitte dran denken, produzieren, nicht selber trinken. Ja, ich bin sowieso anders. Ich bin sowieso arm. Da wäre jetzt sowieso nichts mit. Ich spiele um Geld. Ja, dieses Jahr können wir dann auch die Weiterbildung machen. Wie weit bin ich jetzt eigentlich mit dem Beruf? 5. Grad, das heißt, ich bekomme jetzt gleich den 6. Und dann auch jede Runde einen Ausdauerpunkt mehr. Ja, einen Aktionspunkt mehr. Und dann könnte ich theoretisch den Beruf wechseln. Obwohl, das würde noch keinen Sinn machen. Dann wäre wirklich mal zu überlegen, ob ich dann nicht tatsächlich das Haus verkaufe. Obwohl, so wirklich viel bekäme ich dafür auch nicht. Tja. Wir sind jetzt einfach mal ein bisschen geduldig und warten jetzt auf die Dünnbiere und verkaufen die dann. Das wird wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr der Fall sein. Mal gucken.
Man spielt euch übel mit. Ja, ich bin eine Gefahr für die Menschheit. Das ist unglaublich. Ich kann in meinem Hinterzimmer, das ich überhaupt nicht habe, nichts unternehmen. Ja. Und noch ein Haus, das brennt. 4 Dünnbiere. Ich muss auch nachher, wenn ich dann verkauft habe, muss ich auch erstmal meinen Mitarbeitern hier eine Prämie zahlen. Das, sonst bestehlen die mich noch oder schlimmer noch, die kündigen. Ich meine, man bekommt zwar jederzeit neue Leute. Oh, 515. Man bekommt zwar jederzeit neue Leute, das ist auch sehr schön. Das Problem ist aber, das sind dann keine Gesellen, sondern Lehrlinge. Und dann sind die wieder langsamer. Muss ja auch nicht sein. 6 Dünnbiere. Wir versuchen es mal. Ob wir es rechtzeitig schaffen, sehen wir dann. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, um mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Ja, das klingt gut. Jetzt warten wir noch auf den Wagen. So. Immer noch 515, das ist sehr schön. Und dann nehmen wir auch noch einmal Rohstoffe mit. Oder? Nee. Nee. Nee, ich möchte jetzt erstmal meinen Kredit zurückzahlen. Ich habe ja auch noch Rohstoffe. Oh. Falsche Geldleihe. Ob Kredit oder Geld? Ach ja, genau, das ist ja noch bei meiner Ex-Verlobten, habe ich den Kredit. Ach, jetzt... Ach, das ist doch mies. Ja, dann eben nicht. Dann sollte ich aber mal ein bisschen Geld investieren, um zumindest... Ja, doch, sanieren für 340, das ist okay. Dann haben wir auch wieder eine schöne Schenke. Dann kommen die Leute auch wieder gerne. Ich bin Patron. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Patron. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke, das Wirtshaus und das Gasthaus. Gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ich bilde mir ein, ich kann damit dann auch direkt meinen Kredit zurückzahlen, aber erst um 9 Uhr. Vorher machen die ja nicht auf. Supi. 8 Gäste. Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Muhahaha. Das höre ich gerne. Also nicht unbedingt, dass er gestorben ist, aber das Wort mit E, die Erbschaft. Dann kann ich eigentlich auch direkt mal mein Haus renovieren. Oder auch nicht. Nee, das machen wir mal nicht. Silbergeschirr, nee. Was kostet eigentlich das Upgrade hier? Wahrscheinlich um die 7000, ne? Nee, 5,7. Okay, da müssen wir noch ein bisschen drauf hinsparen. Supi. Na, mal gucken. Ich lasse jetzt erstmal weiter hier die Dünnbiere produzieren. Obwohl, ich kann einmal abstellen, die Silvia kann ich mal abstellen, um Weingeist zu machen. Ich mache das eigentlich sehr ungern, dass ich die Produktion aufteile. Ich habe eigentlich lieber alle an einem Produkt arbeiten. Aber gerade in dem ersten Gebäude, also ohne Ausbaustufe, kann das durchaus schon mal Sinn machen, das aufzuteilen. Oh. Patron Eckehardt. Ich habe doch gar keinen Meister eingestellt. Ja, das sind so die Klassiker bei der Gilde. Also das sind dann so Fehler, die tauchen gerne schon mal auf. Aber ich habe jetzt gestern gelesen, dass zur Gamescom letzten Jahres, zur Gamescom 2014, wurde... Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen.
Freiherr. Supi. Wurde angekündigt, dass es eine Die Gilde 3 geben soll. Also ich meine, ich habe ja auch den zweiten Teil gespielt. Den fand ich allerdings nicht so toll. Das lag aber auch daran, dass ich... Meine Güte. Supi. Supi. Das lag aber auch daran, ich fand die Gilde 2 immer extrem instabil. Also, ich meine, ich kenne ja von der Gilde 1 Abstürze und Sorgen, die man so mit dem Spiel verbindet. Bei der Gilde 2 war es aber so, ich habe das nie wirklich stabil zum Laufen bekommen. Also ich habe hier so eine Höllenmaschine stehen, ja, so ein 8-Kern-Prozessor mit einer super Grafikkarte und selbst da läuft die Gilde 2 nicht flüssig. Und ja, das ist dann teilweise sehr frustrierend, weil die Karten sind zwar sehr schön gemacht, auch vom Gameplay ist es sehr schön gemacht, aber naja, man konnte es halt nicht wirklich spielen. Und ich hoffe jetzt darauf, dass das dann bei der Gilde 3 besser wird und vor allem, das ist ja so eine Sache, die sich bei der Gilde schon durch das gesamte Spiel zieht, dass die Fehler tatsächlich auch von vornherein ja begrenzt sind oder relativ zeitnah behoben werden. Bei der Gilde, also bei der Gilde, die wir jetzt spielen, bei der Gilde 1, Gaukler, Gruften und Geschütze, war es ja so, dass das Spiel schon mit vielen, vielen Bugs veröffentlicht wurde und dann kamen immer wieder Patches, die dann Kleinigkeiten behoben und für neue Schwierigkeiten sorgten. Und bei der Gilde 2 gab es auch viele Spieler, die Schwierigkeiten hatten. Deswegen, ich hoffe, dass dann mit der Gilde 3... Eurer Arbeiter kündigt aus Unzufriedenheit. Oh ja. Siehst ihr, seht ihr, jetzt habe ich mich verplappert. Jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, Prämien zu zahlen, weil ich mich auf die Gilde 3 konzentriert habe. Das ist nicht gut. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Ja, der ist nämlich jetzt wieder Lehrling. Das ist das Problem. Aber dann bekommt der... Und ich wollte den Kredit zurückzahlen. Oder habe ich das schon? Nein, habe ich noch nicht. So. Kredit tilgen? Ja, jetzt bin ich schuldenfrei. So. Jetzt bekommt auch meine Ex-Verlobte keine Kohle mehr von mir. Mach mal Weingeist. Weingeist macht glücklich. Auch wenn man das liest, ne? Also es gibt ja zu jedem Artikel, den man kaufen kann oder herstellen kann, gibt es ja einen Text. Und Weingeist ist purer Alkohol. Er dient als Trägersubstanz für Duftstoffe und für sämtliche Tränke und Düfte. Benötigt. Und wird, ja, alles klar, lesen, was da steht. Und wird für sämtliche Tränke und Düfte benötigt, die in Parfümerien und Kräuterläden hergestellt werden. Ja, so sieht das nämlich aus. Und so langsam müssen wir wirklich mal schauen, dass wir da mal auf den grünen Zweig kommen. Jetzt sind wir schuldenfrei, wir haben ein bisschen Geld plus. Jetzt müssen wir mal ein bisschen reinhauen hier. Rohstoffe haben wir auch noch. Müssen wir auch mal wiederholen, aber im Moment reicht's noch. 7 Dünnbiere. Ich mache das auch immer ganz gerne. Ich sammle immer gerne die Produkte. Ich mag das nicht, dann irgendwie für 2 oder 3 Sachen dann zum Marktplatz zu fahren. Ich sammle die Produkte eigentlich immer ganz gerne und so ab 10 verkaufe ich dann, wenn ich die Möglichkeit habe. Also die Möglichkeit habe, die zu sammeln. Das werde ich jetzt hier auch machen. Dann warten wir darauf, dass es einen guten Preis gibt. So bei 500, dann müssten wir 5000 Dukaten dafür bekommen. Dann können wir auch die Schenke aufwerten. Und vor allem, dann bekommen wir auch einen neuen Mitarbeiter. Der wird uns auf jeden Fall auch sehr behilflich sein. Und wir können 3 neue Produkte herstellen. 2 oder 3, ich meine 2, glaube ich. Ne? Wir werden es sehen. Wir werden das feststellen. Jetzt haben wir 10 Dünnbiere. Davon werde ich jetzt auch mal 8 Stück in den Karren verfrachten. Aus 2 Gründen. Zum einen A, wenn jemand einbricht und B, nicht, dass mir meine ganzen Gäste jetzt hier meine Dünnbiere stehlen oder wegkaufen, ist ja kein Diebstahl. Und noch ein Bürgerhaus wurde in Brand gesetzt. Jo, passiert nicht mehr viel. Dann warten wir einfach mal das Ende des Tages ab. Wir sind noch im Plus, wir sind schuldenfrei, wunderbar. Dadurch, dass wir jetzt aber wieder ein Lehrling haben, sind die Personalkosten ein bisschen gesunken. Aber dafür ist er halt auch langsamer als so ein Geselle. Naja,
Und wir haben 10 Aktionspunkte. Da müssen wir mal was mitmachen. Was machen wir denn da? Weiter... Ach, ich vergesse das immer. Ich könnte... Bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Ja, genau. Vor allem eine Stadtwache. Bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Wachhaus und ein Haus. Jemand bietet euch eines... Das würde ich jetzt gerne kaufen, das Haus. Gar nicht mal, weil ich noch ein Haus haben wollen würde, sondern, wie man ja sehen kann, man kann heute Häuser immer über Wert verkaufen. Und man kann da so ein bisschen mit spekulieren. Da kriegt man dann so seine 1000, bei einem Haus eher 1000, 1500 als mehr. Aber bei höheren Gebäudestufen dann auch tatsächlich mehr Geld raus. Ich will mal schauen, Berufe. Berufe machen einfach keinen Sinn. Andererseits bekomme ich ja später auch die Geldleihe. Ich könnte eigentlich mal... Weil die Geldleihe kann man tatsächlich dann auch nur... Ja, ich mache mal den Geldleihe. In weiser Voraussicht darauf, dass Astrid mir später ihre Wechselstube vermachen wird. Übel mit. Nein, ich will mich nicht duellieren. Ich bin ein Feigling, ich bin Patron. Ich duelliere mich nicht. Also noch nicht. Da kann man später mal drüber nachdenken, aber mit so einem Kampfestalent, hier so einem halben Stern, da bringt das nicht. Ich bin immer noch kein Bürger. Wir haben 1415 und ich bin immer noch... Das ist unglaublich. Also ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt, aber so schlecht habe ich auch noch nie gespielt. Ja doch, vielleicht mal ganz am Anfang, aber... Oh toll, Taschendiebstahl. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Ja Silvia, das ist doch besser so, dass du weiter arbeitest. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Mhm. Ich will mich immer noch nicht duellieren. So, jetzt werden die auch langsam ein bisschen mehr wert. Ja komm, die Körnermahlzeiten hauen wir jetzt auch mit raus. Ich habe da keine Lust mehr drauf zu warten, das ist mir zu blöd. Die werden im Preis nicht mehr so stark steigen. Dann schicken wir mal beide Karren zum Markt. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich nur noch einen Weingeist. Das heißt, unser Lehrling wird jetzt abgestellt, Weingeist zu produzieren. Oh toll. Ein seriös wirkender Außendiensthändler überredet euch in einer schwachen Stunde zum Kauf von Ländereien in kürzlich wieder aufgetauchten Atlantis. Ja, ist klar. Ihr erhaltet 15 Hektar zum Vorzugspreis von 152 Gulden. Das wird euch sicher helfen. Ich glaube, das wird dem Außendiensthändler mehr helfen als mir. Weil der ist jetzt mit meinen 150 Öcken davon. Naja. Und wieder ein Haus gesprengt. Oh, der Preis sinkt. Dann verkaufen wir jetzt mal ganz schnell. So, so muss das sein. Obwohl, nein, ich hole einfach nur Rohstoffe und keinen Weingeist. Sonst fehlt mir das Geld nachher, um meine... Ihr seid der meine, wie heißt mein Betrieb? Meine Schenke, die Kellerstube, aufzuwerten. 5,7, die habe ich noch nicht mal. Okay. Dann sparen wir noch ein bisschen, dann kann ich aber auch mein Haus mal renovieren. Und... Nee, das ist mir zu teuer. Einen neuen Raum einrichten zu lassen, ist mir noch zu teuer. So, jetzt haben wir die Lager auch wieder prall gefüllt. Ich glaube, ich fahre noch mal und hole ein bisschen Gerste, oder? Soll ich nochmal losfahren? Nein, ich spare. Ich spare. Aber was ich mal machen kann, ist, ich kann mich ein bisschen um den Einbruchsschutz kümmern. Ja, eine Dornenhecke. Nee, noch mehr will ich jetzt nicht ausgeben. Erstmal die Dornenhecke reicht. Da können die Diebe sich dann schön drin verfangen. Und dann warten wir noch das Ende des Tages ab. Und damit beende ich dann auch die Folge heute. Jetzt sind meine Mitarbeiter erstmal wieder weg. Viel passiert jetzt eh nicht mehr. Ich
kann mal nach Hause gehen, kann mal aus dem Fenster gucken. Hui! Nein, ich hänge am Leben. Oh nein, schon wieder wurde ein Pamphlet wieder mich am schwarzen Brett ausgehangen. Hatte ich nicht mehr so ein schönes Schutzkreuz? Holz und Eisen. Hier kann man nichts holen, das ist schlimm, du. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber es gibt Weidenruten. Da kann ich meine Mitarbeiter wieder mit züchtigen. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Das dürfte genau mein Haus sein. Ja, an den Preisen hat sich jetzt noch nicht viel getan. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Die Dornenhecke. Ja, dann können gerne die Diebe langsamer kommen. Und dann schauen wir uns mal noch die Abrechnung an. Ja, stehen wir eigentlich ganz gut da. Mit 4.100, da kann man nicht klagen. Das ist schon mal ein schönes Polster. Ja, und natürlich 7 Aktionspunkte. Und wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.